Hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück zu einem neuen Let's Test von Surgeon Simulator 2013. Ja, ich bin Chirurg heute, denn ich habe gedacht, mit Let's Plays höre ich jetzt auf und ich mache das, was ich als einziges kann. Doktor sein. Und was macht ein Doktor? Er macht natürlich chirurgische Arbeiten. Und deshalb werden wir im Surgeon Simulator jetzt ein bisschen arbeiten. Ja, das ist alles kostenlos zu erhalten. Seht ihr hier unten in links. Da kann jeder sich mal selbst ausprobieren, wie der denn so eine Operation hinkriegt. Und dann können wir immer mal anfangen und einfach beginnen. Hier sehen wir mit Space. Lustigerweise steht in Space Controls, kann man springen. Natürlich springt man hier nicht auf Space, sondern greift mit diesem Daumen zu. Und AWER, Space, damit kann ich die einzelnen Finger dann so machen. Wenn ich linke Maustaste, kann ich irgendwie lauer die Hand runter machen. Und rechte Mausbutton kann ich die rotieren lassen. Na, gucken wir mal, wie das aussieht. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Ah, so lasse ich die runter. Interessant. Da müssen wir erstmal hier die Sachen entfernen. Das Tuch, na komm. Ja. So. Na, komm. Schon anstrengend, so ein Tuch. Hä? Komm. Komm. Da hab ich dich. Weg mit dir. Zurück, zurück, zurück. So, jetzt klebt es irgendwie an mir dran. Hier, nimm das Tuch. Naja, komm. Ah. Raus von meinem... Ab von meinem Finger. Ah. Na komm. Ah. Wäre schon gedacht. Also, ah, da habe ich einen Golfarm. Komm. Ah. Komm. Besser, du siehst nicht, was ich mache. Ah. Boah. So, da ist es weg. Machen wir ein bisschen touchy-touchy. Du hast aber weiche Haut. Touchy, touchy. Piu. So, genug den Patienten angetouched. Jetzt müssen wir weitermachen. Und ich glaube, es war hier, eine Herzoperation. Da liegt schon mal das Herz bereit. Womit fängt man denn an dann? Ja. Erstmal. Na. Erstmal ein bisschen Musik. Für den Patienten. Na. Oder. Sein Herz schlägt ja noch. Ja, was wollte ich jetzt machen mit der Musik? Eigentlich wollte ich das dem Patienten geben. Da. Damit der ein bisschen entspannter ist. Gehen wir mal hier. Ich glaube, der Hammer. Na, geh weg. Dann erstmal das Glas. Das Glas krieg ich gar nicht gepackt. Ah, jetzt ist es weg. Ah, komm, nimm den Hammer. Ihr glaubt gar nicht, wie schwer das ist, hier einen Gegenstand aufzunehmen. Oh, ich hab ihn. Na komm. Okay, mit dem Hammer kriege ich die Rippen schon mal nicht kaputt. Dann kann ich ihn auch wieder zurücklegen. Da muss ich wohl mal hier den hier nehmen. Diesen gefährlich aussehenden. Boah, was für eine Anstrengung. Komm, verdammt. So, jetzt habe ich ihn. Und wieder Maus loslassen. Oh ja, rotiert auch schon. Ach, Ulverdammt. Na, komm. Ich muss durch die Rippen durch. Oh, damn it. Nicht verklagen. Oh Gott. Schwester, gehen Sie mal bitte raus und holen meine Golftasche aus meinem... So. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus.
Aber ich glaube, es waren ein bisschen viele Schmerzen. Da soll ich dem Patienten vielleicht mal eine Spritze geben. Ein Anästhetikum. Aber eigentlich gehört das ins Gesicht, oder? Komm, Radio kann's weg. Sehr gut. Jetzt ist er beruhigt. Ja, na, weg. So. Dann räumen wir mal ein bisschen auf. Das brauchst du nicht mehr. Da habe ich eh schon nach China verkauft. Linker Lungenflügel hat erstmal gut was auf den Markt gebracht. Dann haben wir hier. Hä? Habe ich was in der Hand? Nö. Komm, zweite Rippe. Na. So, geht doch. Habe ich an Kentucky Fried Ficken verkauft. Wird da als Beilage genutzt, beziehungsweise das Knochenmehl wird ja mitverarbeitet in den im Hühnchen. Und so eine Rippe, die bringt schon locker $5. So. Ach, die oberste Rippe habe ich gar nicht durchbekommen. Wo ist denn hier der? Na komm. So, jetzt müsst ihr ihn wieder in der Hand haben. Nein, habe ich natürlich nicht. Komm, komm. Komm in meine Hand. So, jetzt habe ich den ein bisschen gedreht. Komm, komm, komm. Sehr schön. Nicht der optimale Winkel. Na komm. Na komm. Boah. Verdammt. So, nochmal hinlegen. Nein, nicht weggehen. Nicht weggehen. Verdammt. Jetzt ist mir mein Bolzenschneider weg. Da muss ich hier mit der Säge arbeiten. So. Machen wir mal schön. Geh vom Brett runter. Ich will das Brett nicht. Ich will die Säge. So, da habe ich sie. Obwohl, was soll ich damit? Das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Hey, juhu! Naja, ich werde auch so ans Herz rankommen. Dann legen wir den mal hier vor an die Seite. Hallo? Bestehe ich den Lungenflügel ja schon verkauft? So, zweite Lunge. Guck mal, der hat sogar die Finger tätowiert. Beziehungsweise ich habe die Finger tätowiert, das bin ja ich. So, zweite Lunge raus. Oh, er verblutet schon die ganze Zeit. Nein, das kann doch gar nicht sein. Warum? Komm, raus da. Nicht verbluten, mein Freund. Ich räume ja schon auf. Ah! Schnell Sachen reinschmeißen. Hier, ich heile dich. Da, hier. Skalpell und dann hier noch ein Topf. Schnell das Herz rein. Komm, loslassen. Sehr gut. Das frische Herz klopft auch schon. Und jetzt komm. Hier noch, du kriegst auch den Knochen wieder rein. Dann machen wir dich wieder sauber. So, der nächste. Jo. Ich habe ihn nicht getötet. Das war Dr. Klein. Ich war auf dem Golfplatz. Naja, wir versuchen es einfach nochmal von vorne, oder? Das war ja jetzt erstmal Probelauf. Gucken wir uns das nochmal an. Na, lässt du mich auch? Die Maus ist verschwunden. Man kann es nur einmal spielen. Danach ist man tot. So, jetzt auf ein neues. Herzoperation. Kein Problem, machen wir. So. Diesmal das Tuch direkt entfernen. So, runter mit dir. Komme ich vielleicht direkt ans Herz ran? Ich kann ja meine Hand mal so versuchen, hier runterzuschieben. Erstmal ein bisschen fühlen. Gebärmutterhals. Ja. Ja, sie sind schwanger. Machen sie auf, seien sie glücklich. Schwangerschaft ist heutzutage was Schönes. Ist ja nicht mehr so schlimm wie damals. Müssen auch nicht mehr so viele machen, weil nicht mehr die Hälfte davon stirbt.
Was natürlich immer sehr tragisch ist, passiert heute leider immer noch, aber... ASWD Space. Piu, 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 piu. Wenn sie mich verklagen, wissen sie genau, was sie ihnen... was ihnen blüht. Ah... Das Würstchen-Fingerchen, ey. So, jetzt muss man wieder überlegen, wie nimmt man denn was auf? Da beiseite. So, diesmal nehme ich den richtig auf. Na, komm. Oder auch nicht. Boah, ist das kompliziert. So, jetzt haben wir die Kettensäge in der Hand. Oh, und was dann? Oh, Jesus. Jesus Christ! Jetzt stell dich nicht so an. Oh no, oh no, oh no. Vor allem, warum kann der denn rummeckern, während der hier in Narkose ist? Ah, Hilfe! Er wird zersägt! Weg damit! Das auch weg. Komm, alles einfach raus. Das braucht er eh nicht mehr. Komm. Ich glaube, das war die Mitte. Das können wir auch mal rausnehmen. Ist ja alles... Ah, dass der dann trotzdem Blut verliert. Uah, krieg ich nicht raus, das Stück. Ans Herz komme ich auch nicht. Na. Da muss ich noch ein bisschen weiter sägen. Warum gibt es eigentlich hier so viele Spritzen? Die kann ich eh nicht benutzen. Na, krieg ich jetzt mal die Säge in die Hand? Na! Ja, noch schneller als beim ersten Mal. Ja, Ja, vielleicht bin ich auch kein guter Arzt. Muss ich mal weiter Let's Plays machen. Ich wollte es halt einfach mal ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.